So, da sind wir bei Let's Play Morrowind und ich weiß gar nicht, was ich machen wollte. Aufgaben? Achso. Ach so, in die Taverne Süddings. Ah, das wollte ich. Ja, dadurch, dass ich Halsschmerzen hatte, habe ich ja 2 Tage oder 3 nicht aufgenommen. Ein bisschen Stoff habe ich jetzt auch. Ja, hört man vielleicht sogar. Aber ich nehme jetzt heute trotzdem auf, weil es geht wieder etwas. Ah. Nicht so wie die letzten Tage, da war ich zwar im Teamspeak, aber Halsschmerz hatte ich trotzdem. Ah. Ja, so sieht's aus. Taverne zum Bla. Dann war Südwall da drüben. Würde ich behaupten. Stimmt's? Nein? Dann wollte ich hier einmal rumlaufen. Ja, gut. Keiner auf den Straßen? So. Wen soll ich da jetzt? Hannes will, dass ich in der Südwelt mit einer Agonia, der zu überredet, keine unerlaubte Ausbildung in der Kunst der Herstellung mehr anbiete. So, was ist ein Agonia? Worum geht es? Ist das ein Agonia? Macht mich das wie böse, wenn ich der Diebesgilde beitrete? Erstmal speichern auf Nummer 5. Und einfach mal beitreten. Ihr seid nun ein Mitläufer in der Diebesgilde. Willkommen, Bruder. Ja, arbeiten. Ein Freund von Nalkaria von Weißhafen besaß jemanden, als Habasi ihren Laden des letzten Mal unter die Lupe nahm. Ihr Laden befindet sich auf der nordwestlichen Seite der Stadt. Wer quert den Fluss, biegt rechts ab und gibt gerade, wenn ihr den Tempel erreicht, biegt links. Achso. Du willst sprechen? So, und was ist ein Agonia? Das hier, oder? Leute, sie naht. Unerlaubte Ausbildung. Was wäre rein hypothetisch gesehen, wenn ihr zu Rannes Atris zurückkehren sagen würdet, dass ich zugestimmt habe, die unerlaubte zu wenden. Und einmal vorausgesetzt, ihr würdet das tun, wenn ich mich dann entscheiden würde, meinen guten Freund Ausbildung anzubieten? Einverstanden. Nun gut, ich werde euch eine Ausbildung anbieten, nachdem ihr mit Rannes. Ja. Ich glaube, das ist gut, so wie ich das gemacht habe, oder? Ich hoffe es einfach mal. Wenn ich hab ja da gespeichert. Tada. Und einen Diamanten gab es auch irgendwo nordwestlich. Mal gucken. Oh, erstmal zur Magiergilde. Ach komm, HDF. Ihr wandelt auf einem schmalen Grat, nicht wahr? So. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Es ist solch eine Ehre, euch zu sehen. Ja. Gut. Wir können nicht jeden belieben eine Ausbildung in der Magie anbieten. Ah. Aufgaben. Der Gelehrte braucht jemanden, der bereit wäre, einen. Wäre ihn nach Pegat zu eskortieren, aber ich möchte Itamels Notizen. Itea Merel ist gerade in Balmora angekommen und kennt sich hier noch nicht aus. Er möchte zur Berge zur Mitte in Pelagia eskortiert werden. Es ist mir gleich, ob er es schafft oder nicht. MK Indianer.
Jones, ich möchte nur eine Abschrift seiner Notiz. Er müsste im 8-Teller warten. Wenn ich ihn eskortiere, kriege ich dann was Gutes? Moment mal kurz. Sprecht zu mir. Noch mal kurz. Ja, scheiß Schnupfen und Niesen und alles. Ja, aber ich nehme heute trotzdem auf, wie gesagt. Weil demnächst seid ihr eh ein paar Tage ohne Videos. Deswegen will ich euch nicht davor noch zu enttäuschen, den Häkchen. Aber ich muss irgendwann eben mal einen Tag für Flife zausern lassen, vielleicht auch zwei. Ups. Ach ja, da oben komme ich nicht rein, das ist lustig. Handeln. Ein Diamanten. Rubin. Smaragd. Diamant. Lebe ich wohl. Schätze, ich hätte ein wenig Zeit für einen Plausch. Hey, die Stimme kenne ich. Die Stimme kenne ich. Da liegen Diamanten. Zwei. Da haben wir das drin. Da haben wir das drin. Liegen hier noch irgendwo Diamanten? Da haben wir das drin. Da haben wir das drin. Da hätten wir das drin. Und da hätten wir auch nichts drin. Ihr dürft sprechen. Dann gucke ich mal hier oben. Was hat sie denn hier oben drin? Dies und jenes. Und... nein. Ey, so ein Diamant ist richtig teuer. Aber es heißt ja nicht umsonst Diebesgilde, aber wie soll ich denn Diebe stehlen? Die guckt mich ja an und der Typ ist da auch ihr noch. Dürft sprechen. Ich schätze, ich hätte ein wenig Zeit für einen Plausch. Es ist so unwahrscheinlich, dass man das klaut. Deswegen, einen einzigen, der kostet wie viel? 200 und... und ich hatte schon mal einen Diamanten. Jetzt sieht sie, guckt sie mich ja nicht an. Ja. Ob ich das so schaffe? Es ist so unwahrscheinlich, aber gut. Ich probiere es einfach mal aus. Euer Zauber ist fehlgeschlagen. Dann nutzen wir mal so einen arkanen Trank. Los. Ich wette, es ist so unwahrscheinlich. Abschaum! Ihr werdet nicht ungestraft davon kommen, Diebesvolk. Ich frage mich, ob das überhaupt möglich ist, so zu klauen. Welch interessanter Anblick. Yay. Jetzt habe ich eh verkackt.
sein. Eure Wunden sind zahlreich. Hüpfen. Was ist eigentlich das? Knochenläufer? What the hell? Wo kommt das Vieh her? Ist mal ganz ehrlich. Das kann das nicht sein. Interessanter Anblick. Ja, finde ich auch. Ha! So ist es perfekt. Ach gut, das bringt mir eh nichts, wenn ich speichere. Weil sie mich eh beim nächsten Mal wieder anguckt. Hilfe! Diebe! Widerstand leisten! Na, ob die mich jetzt auch draußen angreifen? Aber wenn ich da jetzt wieder reingehen würde, dann würden die böse sein, stimmt's? Ja. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das schaffe? Gen 0? Aber ich kauf doch nicht ein. Es heißt ja nicht Diebesgilde, weil ich mir was kaufe. Anblick. So, du bewegst dich jetzt bitte nicht. Und dann kann ich so mal speichern. Das müsste ja so gehen, denke ich. Dann kann ich nämlich Chameleon benutzen. Die Stiefel ausziehen. Und warten. La la la. Gut, ich hab ihn. Heißt ja nicht umsonst, Diebesgilde. Wuhuhu. Gut, jetzt kann ich aber wieder meine Stiefel anziehen. Und wieder dahin gehen, wo ich... wo die Taverne ist, meine ich. Ich werde euch zuhören, aber fasst euch kurz. So. Nochmal zum Südwall gehen. Ich beweg mich doch. Und eine Kurve und da rein. So. Dann hätten wir einmal den Diamanten für... die hier? Ja, hier. Ja, ein Diamant. Habasi wird sich um alles kümmern. Habasi kann euch nicht bezahlen. Bevor Habasis Freund Habasi bezahlt... Aber Habasi hat diesen Trank für euch. Unsichtbarkeit. Will den Schlüssel zum Haus Nirano. Erdgeschosse sind selten verschlossen, aber Habasi möchte heimlich nach oben gehen. Wer hat den Schlüssel? Und Andreas Nirano hat einen Schlüssel. Habasi denkt, Niranos Diener Sovort, der Ratschaffner, hat einen Schlüssel. Er verschwindet seine ganze Zeit und sein Geld in der Ratstaverne. Drüben beim Schlickschrei. Da. Ja, er lebt. Ah, okay. Freund. Sie hat mich Freund genannt. Der Geruch ist ungewohnt. Kann ich euch helfen? Ausbildung. Heute, sie naht. Wie die war? Na. Nein! Jetzt hab ich... Nein!
Eigentlich schon, aber ich dachte, ich kriege eine umsonst. Scheiße, verdammte. Ah, jetzt habe ich ein bisschen Geld ausgegeben, egal. Ist ja jetzt auch egal, wirklich. Hier speichere ich. Okay. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Ich bin in einem Kane Jonathans.